Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, warum es keine gute Idee ist, sich ein Auto aus Amerika zu importieren. Fangen wir erstmal ganz von vorne an. Ah, ja, hi. Warum hast du den wieder abgedeckt, wenn du ihn schon vorgestellt hast? Ach, du hast vorproduziert. Oh mein Gott, krass. Ist das ein SL? Das ist ein SL. Ey, ne? Kranke Farbe. Das Modell gibt es tatsächlich so in der Ausführung nur in den USA. Oha, ja. Du bist aber mutig, dich darauf zu stellen. Wieso? Die Bumper, die sind richtig stabil. Sir? Sir? Ich dachte, der springt so gut an. Alles nur ja, fake. Was ist denn jetzt los? Geil. Nee, hör mal auf zu orgeln, du säufst ihn ab, mach mal Haube auf. Hat der einen Vergaser noch oder Einspritzer? Das ist ein Einspritzer. Der hat auch genug Saft. Ja, der orgelt auf jeden Fall gut. Hat irgendjemand von euch mir da Zündkabel abgezogen, oder? Wäre jetzt ein lustiger Prank, aber ich wüsste nichts davon. Nee. Ich habe gerade auch gar keinen Bock jetzt so auf dieses wieder, oh. Ja. Er springt nicht an. Damals in den USA, ne? Alko Performance sabotiert mein Projekt. Ja, heute ist Alko nicht da und jetzt sind wir... Oh, cooler Visco-Lüfter. Top. Da ist gar nichts korrodiert. Guck dir das mal an hier. Sieht aus wie neu. Aber es klingt ja, als hätte er ein anderes Problem. Er zündet ja gar nicht. Hast du Diesel getankt oder was? Jetzt mal ganz dumm. Hat er vielleicht kein Spritti? Schön, oder? Wenn man noch zuverlässige Fahrzeuge hier im Familienfahrzeugpool hat. Ich glaube, um ehrlich zu sein, noch nicht so richtig daran. Aber kann ja schon wirklich sein, dass sie da den amerikanischen Sprit abgepumpt haben und dann einfach, keine Ahnung, einen Liter oder so reingemacht haben, damit sie den noch verladen können. Sowas ist mir wirklich noch nie passiert. Hab schon mal ein paar Sachen ausgebaut. Also man kann grundsätzlich sagen, alles an Lenkern und sowas, was an diesem Fahrzeug ist, ist fällig. Alles, was mit Gummi zu tun hat, schießt mich tot. Alles ausgeschlagen, wirklich. Kann man erstmal alles hier neu machen. Ne, alles schön porös. Jetzt alles soweit schon angelöst. Bin jetzt gerade dabei, den ganzen Achsschenkel abzunehmen, beziehungsweise den ganzen unteren Querträger. Aber eine Sache muss ich gerade feststellen. Ich glaube, der Aufbau von Fahrzeugen aus den Baujahren ist ein bisschen anders zu denen, die ich so gewohnt bin. Die Fahrzeuge, die ich kenne, die haben normalerweise ein Motorlager, beziehungsweise links und rechts ein Motorlager. Ich habe jetzt aber gerade hier, um hier unten ranzukommen, mache ich jetzt gerade den Stoßdämpfer ab. Und jetzt guckt euch einfach mal an, was passiert, wenn ich den Stoßdämpfer löse mit dem Motor. Der ganze Motor senkt sich einfach ab. Ich weiß nicht, ob das so gehört. Wäre natürlich jetzt richtig krass, wenn ich beide Stoßdämpfer abmache und der ganze Motor nach unten rausfällt. Hier auf jeden Fall eine Achslagerung haben und auf dieser Seite hier eine Achslagerung. Und ich vermute mal sehr stark, dass auf diesem Schemel hier der Motor sitzt. Und dadurch, dass ich das hier abmache, geht das hier über die Federung das hier auch runter. Ist jetzt so das Einzige, was ich mir erklären kann, um ehrlich zu sein. Willst du mal einen Trick sehen? Zeig mal einen Trick. Glaubst du, das ist normal? Wo drehst du da dran? Stoßdämpfer. Okay. Was? Hat er keine Motorlager? Keine Ahnung, wie das aufgebaut ist. Das ist aber ja jetzt lustig. Habe ich noch zu weit gedreht. Jetzt ist der Stoßdämpfer ab. Wolltest du ihn abmachen? Nee. Guck mal, so hängt der Motor fest. Ja, der wird schon halten. Ich hatte halt ein bisschen Angst, dass er vielleicht einfach rausfällt oder so. Ja, zur Not haben wir hier auch eine Motorbrücke, ne? Aber ja, was erzähle ich dir? Ja, nachdem wir hier den vercrackten Stoßdämpfer rausgeholt haben, war ich rechts sehr positiv überrascht, wie gut der noch Gasdruck hält, ne? Also der sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als alles, was ich jemals aus meinen BMWs ausgebaut habe. Welche BMWs? Guck mal, wie stark ich bin.
Warte. Oh. Na, mein kleiner Finger. Ey, aber er kommt noch hoch. Nicht schlecht. Unglaublich, oder? Ja. Und Stoßdämpfer wächst man immer achsweise. Oh, schön. Zwei Stoßdämpfer. Mal gucken, was kostet. Ich blende euch ein. Kostet. Tsching. Ja, das ist doch ein Standardstoßdämpfer. Nimm einfach irgendwelche alten, die hier rumliegen. Mir fällt gerade ein, Julian kommt gleich. Also so in der nächsten halben Stunde. Das heißt, ich muss jetzt richtig Gas geben. Stoßdämpfer und sowas ist raus. Hier, ja. Siehst du die? Sieht man das? Ja. Die sind ein bisschen durch. Das sieht jeder. Auf beiden Seiten. Oben Gott sei Dank nicht. Oben sind top. Aber unten sollte man machen. Und jetzt heißt es für mich, diese hier rausschlagen. Vorher hier ein bisschen Spannung drauf machen, weil die Feder hat Spannung. Dann mal gucken, ob ich das Ganze abbekomme. Und danach mal gucken, ob ich den abbekomme. Weil der hier muss auch neu gemacht werden. Der ganze Axtträger kostet 400 Euro pro Seite. 392 Euro pro Seite. Ich habe es jetzt ein bisschen günstiger gemacht. Einfach neue Boxen. Extrem schwer zu bekommen. Und die hier habe ich tatsächlich auf Autodoc gefunden. Absenken. Bring dich nicht um, Alter. Ja, die Feder sieht richtig gefährlich aus. Die ist schon richtig schräg da drin. Ja, die soll tatsächlich sogar schräg. Da gibt es eine Mercedes-Anleitung. Ja. Genau, eine Zeichnung. Ich habe auch echt ein bisschen Angst. Ach, steht ja nur ein S-Coupé. Also ich werde auf jeden Fall... Nee, nicht um die Autos und meine Fresse. Ja, ich werde in diesem Bereich stehen hier. Lass die Feder in die Autos fliegen. Hauptsache mir nicht ins Gesicht, ey. Dann ist ja alles vorbei. Das ist echt kein Spaß. Gott, was ist das denn für ein Spanngurt? Nicht nachmachen. Bin, glaube ich, mit dem Kopf zu oft schon gegen irgendwelche Sachen gestoßen, deswegen mache ich das schon. Das ist professionelle Holzbrett darunter. Du hebst das Auto an, an. Ja, ist doch okay. So, und jetzt mache ich das hier. Hä? So. Ja, ich weiß. So. Super. Bist im Bild. Jetzt hast du mir echt... Bisschen Angst gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Spannung auf der Feder ist. Das ist mein einziges Problem. Jetzt gar nicht mal so fest, sondern einfach nur das... Ja, sie ist fast da. Jo, super, toll, ein Feini. So, und jetzt die andere. Oh, sie haben da ein bisschen Gummi. Glaub mir, das Auspressen wird noch viel lustiger als das, was du da gerade machst. Okay, sie kommt nicht raus. Ja. Die ist schon richtig rausgekommen gerade. Aber ich kann sie halt nicht drehen, das macht mir Sorgen. Deswegen, ja, weil ich sie nicht drehen kann, habe ich das Gefühl, wir haben hier noch viel zu viel Spannung drauf. Das. Sie kommt. Ja. Ja, sauber. Jetzt ist er raus. Jetzt ist alles raus, oder? Alter, wie viel Spannung. Ja, ja. Digga. Und jetzt kannst du vorsichtig ablassen. Nee, jetzt ist der auf Spannung. Ach nee, den hast du noch drin gehabt. Natürlich habe ich den noch drin gehabt. Sonst wäre gerade alles in die Fresse geflogen. Ah, okay. Ach du Oder ist der nicht richtig zu? Nee, der ist im Arsch, Digga. Das ist jetzt der zweite. Ja, hey, du sagst das so easy. Alter, was passiert denn, wenn der sich entspannt? Weiß nicht. Der ist bestimmt schon ein ganzes Stück auch runtergegangen. Wahrscheinlich, ne? Oh Mann, Alter. Philipp hat sich in die letzte Ecke verdrückt. Klangon ist vom Probefahrt-Tourismus zurück. Nee. Erstes Video auf deinem Kanal kommt, ne? Ja, kommt. Ja, und Julian hat jetzt gerade das Problem gelöst mit einem zweiten Wagenheber. Die Bühne runtergefahren mit einem zweiten Wagenheber. Hinteren Achsschenkel nenne ich es mal. Also die hintere Verstrebung hier ein bisschen hoch gemacht. Hier hatten wir ja schon gar keinen mehr drin. Und ist jetzt schlussendlich komplett rausgezogen. Bühne hoch oder Dings runter? Gott! Nicht nachmachen. Freunde, gebt eure Autos zu Julian. Der macht es euch. So, jetzt hängt das nur noch die Feder unten an einem Achsschenkel. Stark angefangen, stark nachgelassen. Da ist das Ding. Und die sind auf jeden Fall richtig, richtig fertig. Wollte ich mal deine Meinung. Kriegt man die ausgepresst? Mit der Presse, die Philipp da hat? Ja. Oder, ja? Dann muss ich mal gucken, weil die sind natürlich, also hier ist ja gar nichts mehr an Gummi.
Und drehen tun die sich auch nicht mehr. So, zweiter Tag. Heute mal mit der anderen Seite. Ja, das hat leider gestern Abend noch für einige Furore hier gesorgt. Dieser Getriebeheber, die sind nämlich eigentlich für 500 Kilo ausgerichtet. Der SL wiegt 1600 Kilo, das heißt 400 Kilo pro Achse. Wenn man den hier anhebt, wir haben ihn ein bisschen angehoben, allerdings hat der Getriebeheber leider aufgegeben. Hier oben ist Alkos letzter Getriebeheber undicht geworden und auch nicht hier am Einstellrad und auch nicht hier an der Entlüftung, sondern tatsächlich hier unten, wo man Druck auf den Zylinder gibt, werde ich ihm natürlich einen neuen besorgen. Da geht's an euch. Falls ihr Empfehlungen habt für diese Dinger, Marke, sonst was, schreibt's gerne in die Kommentare. Ich muss jetzt leider mit dem wieder vorlieb nehmen. Aber damit es heute nicht so eskaliert, habe ich mir hier zwei verschiedene Federspanner besorgt. Passt nicht mal durch das Loch. Der Vorführeffekt, ne? Danke. Die wechselt tatsächlich. Der hier ist der kleinere. Und der passt auch hier unten durch. Ja. Ey, nee, ne? Es scheint auf jeden Fall ordentlich was zu bringen hier. Ich habe jetzt unten einen Federteller gegen den Achsschenkel gemacht. Da dann dieses Ding durchgesteckt. Und oben auf der Hälfte der Feder einen Teller installiert. Und das Ganze dann schließlich gespannt. Jetzt hat die Feder nicht mehr genug Vorspannung, um in die Goschen zu fliegen, ne? Gib ihn noch mal ein bisschen, ne? Alter, es fokussiert einfach gar nicht. Was habe ich dir denn gesagt zu dem? Ja, wenn der rote Punkt... Ja, und dann sollst du mir Bescheid sagen. Ja, der hat Bock. Es scheint schon gut gesichert zu sein, weil du... Also, weißt du noch, Phil? Ja. Wo wir das gestern gemacht haben, ist das Ding 5 cm nach unten. Ich steck fest. Hä? Ha! Ha! Geil. Ja, ist komplett ungesichert. Uff. Jetzt kommt er. Der Bolzen, den wir da durchgeschoben haben, der hat ja eine gewisse Länge. Den haben wir auf Maximallänge gedreht, um in die eingespannte Feder zu kommen. Jetzt ist die Feder ausgespannt, jetzt ist er auf maximalster Länge natürlich noch eingespannt. Wir müssen jetzt die Feder da rausfummeln und von außen nochmal mit einem anderen Federspanner die Feder wieder spannen. So, erste Feder ist rauf, im Hintergrund, ne? Macht ein bisschen die Hintergrund-Soundeffekte. Ich will keine Hunde sehen, ich will ratschen hier. Ja, der ist Schrott. Den kloppe ich mal raus. Mal gucken, ob ich den rausbekomme, weil hier ist die Bremsleitung im Weg. Lars. Schon wieder rot. Was muss ich machen? Ich habe es nicht berührt. Du musst das auch nicht filmen. Kannst du, wenn es dir zu laut ist. Der fällt mir auch gleich auf den Fuß. Ach man. Den nach oben gekloppt, ne? Schön, oder? So, Leute. Habe es auch geschafft. Gott, oh Gott. Zwei Tage Arbeit. Ja. Entschuldigung. Galilea, hier ist überall Öl, du. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Eigentlich wollte ich alles ein bisschen schöner präsentieren. Das war jetzt auch schon ganz schön anstrengend, ne? Auf seinem Platz. Auf jeden Fall krass, was jetzt hier die letzten zwei Tage wirklich für eine absolute Teile-Explosion hier stattgefunden hat. Hätte ich nicht gedacht, dass es so anstrengend wird, an einem 37 Jahre alten Oldtimer zu schrauben. Warum wir das Ganze machen, ist auf jeden Fall, ich zeige es euch jetzt nur auf einer Seite. Das hier muss alles neu gelagert werden. Habe ich ja schon im vorherigen Verlauf gesagt. Alleine dieses Teil hier kostet 500 Euro. Zusätzlich wird das hier, kommt dieser Drehstab hier auch neu. Zeigen der Stoßdämpfer, der wirklich überhaupt kein Gas mehr hat, der ja hier auf diesem sitzt. Und schlussendlich Spurstange, die wirklich ja einfach nicht mehr vorhanden ist. Ich glaube, es leuchtet jedem ein, warum ich das jetzt alles neu mache. Hättet ihr das gedacht, dass wir so massive Mängel am SL haben? Ich persönlich überhaupt nicht, aber es ist mir auch wirklich ein absolutes Rätsel, wie Hagen und ich 3000 Kilometer unbeschwert mit diesem Fahrzeug fahren konnten.
Aber nichtsdestotrotz zeigt es auf jeden Fall die Notwendigkeit eines deutschen TÜVs. Tausche ich lieber jetzt mal 2 Tage ein paar lustige Lenker. Ich freue mich auf jeden Fall, den ganzen Bums hier wieder zusammenzumachen mit neuen Teilen und dann das Baby auch hoffentlich hier demnächst mal wieder von der Bühne zu holen. Wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Gucken des Videos. Bis zum nächsten Mal. Euer Maximilian Nora 3. Ciao. Hat er leer?